Unter Verwendung des Kabelbaums sieht das folgendermaßen aus. Das Master BEC, wenn mit dem Motorregler gekoppelt, direkt an den Empfänger und Slave an den Bavarian Demon. Wenn das BEC separat ist, dann alle Anschlüsse an den Bavarian Demon. Bei allen anderen Varianten gilt immer alle Anschlüsse an den Bavarian Demon. Für den Motorregler gibt es dafür extra den Gasausgang, welcher auch die Spannung weiterführt. Hintergrund hierfür ist nicht der Bavarian Demon selbst, sondern der kürzeste Versorgungsweg zu den Servos. Das sind die Hauptstromkonsumenten.